Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie hier live vom Grenzübergang Spielfeld an der heutigen österreichisch-slowenischen Grenze. In den letzten Junitagen des Jahres 1991, also exakt vor 25 Jahren, war diese Umgebung mitten in den gefälligen Weinbergen an der damals noch österreichisch-jugoslawischen Grenze Schauplatz einer blutigen Auseinandersetzung. Am Boden und in der Luft. Es war der Auftakt zum Zerfall des Vielvölkerstaates Jugoslawiens, der Beginn der jahrelangen Jugoslawienkriege, in dem mehr als 150.000 Menschen ihr Leben gelassen haben und Hunderttausende geflüchtet sind. Im vergangenen Herbst haben, wie Sie sich bestimmt erinnern können, genau an diesem Grenzübergang wieder Flüchtlinge österreichischen Boden betreten. Sie kamen unter anderem aus den Bürgerkriegsgebieten in Syrien und Afghanistan. Wir sehen hier Archivaufnahmen vom Oktober 2015, als der Grenzübergang Spielfeld zum zweiten Mal in einem Vierteljahrhundert Schauplatz einer Massenbewegung wurde. Derzeit ist hier, wie Sie sehen, alles ruhig. Heute Abend wollen wir uns ausführlich den Ereignissen des Sommers 1991 und den darauf folgenden Jahren widmen, dem größten Blutvergießen auf europäischem Boden nach dem Zweiten Weltkrieg. Wir wollen die Ursachen des Zerfalls Jugoslawiens beleuchten, aber uns auch ansehen, wie sich die Nachfolgestaaten seither entwickelt haben. Wir beginnen bei den bewegten Tagen vor 25 Jahren. Am 25. Juni 1991 erklärte Slowenien als erste Teilrepublik seine Unabhängigkeit. Ein Schritt, den Belgrad nicht akzeptieren will. Die Lage eskaliert schnell. Es kommt zu heftigen Kämpfen an Grenzübergängen zu Kärnten und der Steiermark. Die Balkankrise wird damit auch eine Herausforderung für das österreichische Bundesheer. Mehr als 7.000 Soldaten werden an die Grenze verlegt. Andreas Mitschitz mit einem Blick zurück. Der letzte Flüchtling hat dieses Drehkreuz vor mehr als 3 Monaten passiert. Spielfeld heute. Zaun und Tür müssen niemanden aufhalten. Es ist wieder ein normaler Grenzübergang. Genau 25 Jahre, nachdem hier kurz einmal die Weltgeschichte vorbeigeschaut hat. Unweit der Grenze wurden Lkw-Blockaden niedergewalzt. Die Panzer schossen sich den Weg frei Richtung Grenzabfertigungsgebäude. Die Lage in Slowenien eskaliert rasch. Schwere Kämpfe am Flughafen Ljubljana. Die jugoslawische Armee greift auch mit MiG-Kampfflugzeugen an. Das Kreisgezimmer im Wiener Bundeskanzleramt. Damals das Büro von Kanzler Franz Franitzky, heute ein Besprechungsraum. Für die ZIP-2 History erinnert sich Franitzky an die dramatischen Tage im Frühsommer 1991. Es war eine Situation, in der man nicht die Hände in den Schoß legen kann und sagen, es geht uns nichts an. Und war eine Situation, wo man auch der österreichischen Bevölkerung gegenüber klar zum Ausdruck bringen musste, hallo, wir sind da gewappnet und gerüstet. Der Ruf der Menschen nach dem Heer wird schließlich erhört. Der Militärhistoriker Manfred Rauchensteiner war zu der Zeit im Leitungsstab von Verteidigungsminister Fasslabend. Der steirische Landeshauptmann Kreiner hat damit gedroht, wenn das Bundesheer nicht kommt und die Grenzsicherung wahrnimmt, würde er die steirische Jägerschaft bewaffnen. Und diese Vision, dass da Jäger an der Grenze stehen, also das war ja wohl eine so schreckliche, dass man reagieren musste. Der Hangar 8 im Fliegerhorst Zeltweg, ein Museum der österreichischen Luftstreitkräfte. Oberst Doro Kovac ist ein Tragenpilot der ersten Stunde. Auch für ihn kommt im Juni 1991 der Ernstfall. Denn jugoslawische Kampfjets verletzen mehrmals österreichischen Luftraum. Einer kommt sogar bis nach Graz. Ich habe zuerst gar nicht erkannt, wie ein Düsenflugzeug sehr schnell in Tiefflug über die Piste nach Norden fliegen gesehen. Und im Vorbeiflug erkenne ich dann, dass es eine MiG-21 ist. Ne? Die hat dann im nördlich des Platzes, Flugplatzes Richtung Westen weggekurvt und wieder den Steigflug eingeleitet. Danach gibt es für die kleine Tragenstaffel keine Pausen. Wir haben also tagsüber 6 Maschinen im Einsatz gehabt. Eine war immer auf höchster Alarmstufe. Das heißt, Alarmstart innerhalb von 5 Minuten möglich, teilweise mit Sitzbereitschaft. Das heißt, das Pilotsitz drinnen ist angeschnallt. Auch auf dem Boden wird das Bundesheer aktiv. Sicherungseinsatz an den Grenzen in Kärnten und der Steiermark. Es ist ein in der Zweiten Republik beispielloser Einsatz für das Heer, mit dabei auch Präsenzdiener. Hat man da eine Angst auch? Das glaube ich schon. Aber du kannst es einmal probieren, an meiner Stelle da reinzuspringen, wenn sie neben dich schießen.
dann merkst du, dass du sicher Angst hast. Ich hoffe auch im Nachhinein noch, dass wir vernünftige Entscheidungen getroffen haben. Aber die Verantwortung ist immer gegeben. Und gerade wenn es so in die Richtung militärischer Einsätze geht, muss diese Verantwortung doppelt und dreifach wahrgenommen werden. Es hat keine Verletzten gegeben, es hat keine wirklich schweren Zwischenfälle gegeben. Außer einem gebrochenen Unterarm ist, glaube ich, nichts passiert. Es ist der Einsatz des Heeres etwas, was in der Geschichte des Bundesheers und der Zweiten Republik durchaus herzeigbar ist. Das war also schon ein Highlight, sagen wir mal so. Also weder positiv noch negativ, aber es war auf jeden Fall eine Episode, die in der Geschichte nicht oft vorkommt, nicht? Dass plötzlich wirklich Krieg in der Nachbarschaft im Grenzbereich stattfindet. Die Verzweiflung auch, wie also die Slowenen hier um ihre Freiheit mehr oder weniger gekämpft haben. Nicht? In der rot-schwarzen Koalition in Wien war die diplomatische Anerkennung Sloweniens Streitthema. Die ÖVP wollte rasch vorpreschen, der Bundeskanzler war dagegen. Und ich habe mit Kohl und mit Genscher und anderen telefoniert lang, ob sie sich denn anschließen würden, wenn wir da vormarschieren. Und der Genscher hat mir gesagt, na, wir machen das, was wir in der EG beschließen. Und wir haben noch nichts beschlossen. Also das heißt, wir haben ja gar keine positive Erwartung haben können, dass sich andere anschließen, wenn wir da vorreiten. Noch im Juli entspannt sich die Lage, die Soldaten rüsten ab, der Krieg ist vorbei. Aber was in diesem Sommer 1991 an Österreichs Grenze passiert ist, sollte nur der Vorbote für viel Schlimmeres sein. Der Krieg in Slowenien dauerte 10 Tage. Anfang Oktober zog die jugoslawische Volksarmee dann endgültig ab und akzeptierte die Loslösung des Teilstaates. Ganz anders verliefen die weiteren Zerfallskriege, die in Kroatien und Bosnien-Herzegowina. Wir wollen jetzt zwei ganz zentrale Zeitzeugen dieser Auseinandersetzung zu Wort kommen lassen. Stipe Mesic, der letzte Vorsitzende des Staatspräsidiums des kommunistischen Jugoslawiens und später dann Präsident von Kroatien war. Und Milan Kučan, der als Vater der slowenischen Unabhängigkeit gilt und auch als erster frei gewählter Präsident des Landes wurde. Christian Werschütz hat mit beiden gesprochen. Am 4. Mai 1980 starb der jugoslawische Diktator Josip Broz Tito. Sein Staatsbegräbnis 4 Tage später in Belgrad war das bedeutendste Gipfeltreffen der Weltpolitik in diesem Jahr. Denn als Führer der blockfreien Bewegung im Kalten Krieg hatte das kommunistische Jugoslawien eine internationale Bedeutung, die es später nie wieder erlangen sollte. Unklar war bereits damals, was Titos Tod für die Zukunft seines Staates bedeuten würde. An einen Zerfall dachten wir nicht, aber dass wir Probleme haben würden, das sahen wir alle. Denn ein Mann war nur schwer zu ersetzen, der so viele Jahre Jugoslawien regiert hatte. Tito war das grundlegende integrative Band zwischen sehr unterschiedlichen Völkern mit sehr unterschiedlicher Kultur, Tradition und Geschichte. Von Titos Tod bis zum Zerfall vergingen noch mehr als 10 Jahre. 1991 war der Kroate Stipe Mesic letzter Vorsitzender des jugoslawischen Staatspräsidiums. Warum gelang es nicht, Jugoslawien neu zu gestalten oder wenigstens einen friedlichen Zerfall herbeizuführen? Es kam zu keiner friedlichen Lösung, weil es in Jugoslawien nicht gelang, zu einem neuen politischen Vertrag zu kommen. In Jugoslawien gab es 3 integrative Faktoren: Tito, die kommunistische Partei und die Armee. Tito war weg, die Partei zerfiel und die Armee suchte einen neuen Geldgeber. Der stärkste war Slobodan Milosevic, der in Serbien an die Macht gekommen war. Als ich Vorsitzender des jugoslawischen Staatspräsidiums wurde, schlug ich folgenden Beschluss vor. Die Teilrepubliken sollten ihre Selbstständigkeit erklären und sofort eine Konföderation bilden, die bis zu 5 Jahre dauern sollte. Dann sollten wir weitersehen, aber alle Wege sollten nach Europa führen. Doch Milosevic wollte keinerlei Vereinbarung. Er wollte auf den Ruinen Jugoslawiens ein ethnisch reines Großserbien schaffen, ein Plan, der nur durch Krieg zu erreichen war. Am 25. Juni 1991 verkündete Slowenien in Laibach feierlich seine Unabhängigkeit. Dafür hatten im Dezember 1990 fast 90% der Bürger gestimmt. Bereits am 26. Juni begann dann der Krieg, der in Slowenien aber nur 10 Tage dauerte und nur 80 Tote forderte.
War der serbische Autokrat Slobodan Milošević wirklich der entscheidende Faktor oder gab es mehrere Gründe für den Zerfall des gemeinsamen Staates? Jugoslavia država ki služi srpskim interesom. Slovenci smo deloma tudi Hrvati, Jugoslavijo. Die Slowenen und teilweise auch die Kroaten sahen Jugoslawien als Staat, der Sicherheit, Entwicklung und Gleichberechtigung der Völker gewährleistete, die sich freiwillig zusammengeschlossen hatten. Doch es gab große kulturelle und wirtschaftliche Unterschiede. Nach Titos Tod zeigte sich die Unfähigkeit, zwei Prinzipien zu achten, die für einen Vielvölkerstaat unerlässlich sind. Das erste ist die nationale Gleichberechtigung. Sie scheiterte an den serbischen Hegemoniebestrebungen. Zweitens muss der Staat funktionieren können, sonst hat er keinen Sinn. Zagotovljeni enakopravno interesi vseh narodov in da se ti lahko razvijajo v tej svoji nacionalni identiteti. In drug princip je, da mora država biti funkcionalna, da mora funkcionirati. Und welche Mitverantwortung tragen USA, EU und die europäische Staaten, dass es zum jugoslawischen Drama kam? Da odustane od ratne opcije. Die Welt war zu wenig geschlossen und organisiert, um ausreichend Druck auf Slobodan Milošević auszuüben, um ihn vom Krieg abzubringen. Denn als die sogenannte Baumstammrevolution in Kroatien begann, als aufständische Serben einen Teil des Territoriums mit Hilfe der jugoslawischen Armee besetzten, war klar, dass Milošević zum Krieg entschlossen war. Man hätte Milošević zu einer neuen politischen Vereinbarung zwingen müssen, doch daran war die Welt nicht interessiert. 25 Jahre später ist auch die Vielvölkergemeinschaft EU in der Krise. Welche Perspektive hat sie? Ako bi se vratila na rascepkanost, Europa više nije igrač. Europa kann nur vereint zwischen den anderen großen Spielern auf der Weltbühne bestehen. Sollte sich Europa aufspalten, ist es kein Spieler mehr. Europa muss vor allem wegen seiner Wirtschaftskraft vereint bleiben. Wenn es sein menschliches Potenzial gemeinsam nutzt, ist Europa ein großer Spieler. Doch noch wichtiger ist, dass ein vereintes Europa Krieg als politisches Mittel ausschließt. Wir haben jetzt also eine slowenische und eine kroatische Stimme gehört. Wir wollen uns jetzt einmal der serbischen Position widmen und ich begrüße Christian Werschütz in Belgrad. Herr Werschütz, wenn man sich die Interviews gerade eben angehört hat, die Sie geführt haben, dann muss man sagen, die beiden Herren beantworten die Schuldfrage ganz eindeutig mit Slobodan Milošević. Aber ist diese komplexe, große Frage wirklich so einfach zu beantworten? Die Serben bei Jugoslawien die Möglichkeit, dass alle Serben in einem Staat lebten. In Kroatien hatten die Serben den Status eines konstitutiven Volkes. Das war auch ein Resultat der Erfahrungen der Massaker und der Massenmorde an Serben im Zweiten Weltkrieg. In der nationalistischen Euphorie unter Franjo Tudjman hat man diesen Status den Serben genommen. Also man wird Kroatien den Vorwurf nicht ersparen können, nicht alles getan zu haben oder zu wenig getan zu haben und den Serben die Angst vor der Unabhängigkeit zu nehmen. Zweitens, 1993 während des Bosnienkrieges ist klar, Milošević wollte die Annahme des Friedensplans, des Vance-Owen-Plans. Das ist gescheitert an den bosnischen Serben, an Radovan Karadžić, Ratko Mladic, die sich jetzt vor dem Haager Tribunal noch immer verantworten müssen. Also hier haben auch die bosnischen Serben eine Rolle gespielt. Und der dritte Faktor ist natürlich das Versagen der internationalen Gemeinschaft, die viel zu wenig daran interessiert war, am Beginn diesen Konflikt zu verhindern. Und zweitens fragt man sich, man hat dann die Serbenpositionen 1995 bombardiert. Warum hat man das nicht bereits 1993 gemacht? Da hätte man sich Massaker wie Srebrenica und fast zwei Jahre Krieg noch erspart. In den späten 80er und dann 90er Jahren hat sich die politische Landkarte Europas extrem verändert. Warum ging das in Ländern wie zum Beispiel Tschechien und der Slowakei oder auch in der früheren Sowjetunion so viel unblutiger als am Balkan? Nun, der Zerfall der Tschechoslowakei hat sicherlich auch damit zu tun, dass beide Staaten nicht die Erfahrungen im Zweiten Weltkrieg gemacht haben, wie das das ehemalige Jugoslawien gemacht hat. Spätestens nach der Niederlage bei Stalingrad 1943 wird
der Zweite Weltkrieg auf jugoslawischem Boden auch ein Bruderkrieg mit Massenmorden, für die zwei Worte synonym sind. Das ist der Jasenovac als KZ, wo Serben, Roma, Juden umgebracht worden sind von den faschistischen Ustascher. Und der zweite Eckpunkt ist dann Bleiburg, die Massenmorde der siegreichen kommunistischen Partisanen nach dem Zweiten Weltkrieg. Hier hat es nie eine wirkliche Aufarbeitung oder Aussöhnung gegeben. Und wie dann Tito weg war und der Staat zerfallen ist, waren alle diese Vorurteile wieder da. Zweitens, was die Sowjetunion betrifft, darf man nicht vergessen, hier gab es auch den Machtkampf zwischen Michail Gorbatschow und Boris Jelzin im Zentrum. Und die Auflösung der Sowjetunion beginnt vom Zentrum heraus im Machtkampf und wird dann besiegelt durch einen Pakt zwischen Russland, Weißrussland und der Ukraine. All diese Voraussetzungen fehlen, plus westliches Desinteresse, und wir sind bei dem, was wir erlebt haben. Die Kriege sind lang vorbei, aber man darf sich nichts vormachen. Es ist noch immer nicht alles gut, nicht nur in wirtschaftlicher Hinsicht. Man hört immer wieder von einer angeblich so nostalgischen Stimmung. Spüren Sie auch so etwas? Gibt es eine Sehnsucht nach einem vereinten Jugoslawien? Überhaupt nicht. Es gibt die Nostalgie bei der älteren Bevölkerung, in der Erinnerung gut gelebt zu haben, frei reisen zu können, weniger arbeiten haben zu müssen und eben anerkannt gewesen zu sein als Staat. Das wird an die nächste Generation etwas weiter transportiert. Aber in der Schule lernen die Kinder beispielsweise kaum etwas über Tito, der ist eigentlich kein Faktor. Und eine Nostalgie an das alte Jugoslawien oder zurück zu Jugoslawien gibt es überhaupt nicht. Die Serben werfen Tito vor, dass er Kroate war, die Kroaten, dass Tito Kommunist war. Alles andere ist untergegangen. Also jedem ist klar, das ist Geschichte, und eine Nostalgie mit irgendeiner politischen Auswirkung gibt es überhaupt nicht. Vielen Dank, Christian Werschütz, für diesen Live-Bericht und guten Abend nach Belgrad. Der Krieg am Balkan hat die gesamten 1990er Jahre geprägt. Von den Ereignissen des Sommers 1991 bis zum Kosovo-Krieg mit den Luftangriffen der NATO 1999. Und diese Jahre haben neben dem großen sozialen und wirtschaftlichen Elend auch die politische Landkarte neu gezeichnet. Aus der sogenannten sozialistischen föderativen Republik Jugoslawien wurden die Nachfolgestaaten Slowenien, Kroatien, Bosnien-Herzegowina, Serbien, Montenegro, Mazedonien und der Kosovo, dessen völkerrechtlicher Status nach wie vor umstritten ist. Der Journalist, der das Leid der Balkankriege abgebildet hat, wie kein anderer in Österreich, der an so gut wie allen Kriegsschauplätzen unterwegs war, manchmal unter Einsatz seines eigenen Lebens, ist Friedrich Orter. Er hat den Schicksalen eine Stimme und dem Elend Gesichter gegeben. Und er hat viele Jahre hindurch die Ereignisse am Balkan für uns eingeordnet. Für die ZIP2 History ist er noch einmal an einige dieser Schauplätze zurückgekehrt. Und er hat das Archiv durchsucht, um mit seinem Drehmaterial noch einmal zu zeigen, was nicht leicht zu ertragen ist. Sarajevo, eine Stadt verlorener Seelen. Einschussleugnern, Kriegserinnerungen. Aber auch wieder neues Leben aus Ruinen. Wie hier im alten Stadtviertel Bastschersia. Sightseeing für Kriegstouristen. Eine Attraktion, der Tunnel der Rettung. Im Krieg die Lebensader. Unter der Landebahn, am Flughafen. Erinnerung an das Koschevo-Krankenhaus. An Dr. Faruk Kulenovic, der unter unvorstellbaren Bedingungen hier operierte. Wir hatten nur unsere Erfahrung, unser Wissen, unsere Hände und unsere Augen. Und das hat so viele Leben gerettet. Das Schwierigste war, dass wir wegen der Politik Europas und der restlichen Welt nicht wussten, wann das ein Ende nehmen wird. Das wussten auch wir Journalisten nicht. Als ich mit meinem damaligen Kameramann Fritz Lex sprichwörtlich um das Leben rannte. Nächste
uns ja alle um, wenn wir hier nicht rauskommen, nicht? Ja, ich glaube, die bringen uns alle um. Für sie verschüttete Vergangenheit. Sarajevo heute zwischen Ost und West. Amira Deftedaria im Krieg, Psychiaterin in einem Notlazarett. Die Ergebnisse der Studien über die Kriegstraumatisierten sind unterschiedlich. Schwer zu sagen, manche behaupten, 75% unserer Bevölkerung leiden unter posttraumatischer Belastungsstörung, andere sagen 50%. Es hat sich erst nachträglich gezeigt, dass viele Fälle erst viel später nach dem Krieg akut wurden, weil die wirtschaftliche Lage sehr schlecht ist. Wenn diese Leute Arbeitsplätze hätten, würden sie sich besser fühlen. Das ist das Problem. Das staatliche Fernsehzentrum in Sarajevo. Im Krieg an vorderster Frontlinie, immer wieder unter Beschuss. Amir Lihic, damals für die Sicherheit verantwortlich. Auch heute noch. Von hier überspielten wir unsere Beiträge. War nicht immer so einfach, wenn Granaten einschlugen. Sein Arbeitskollege Muamer Sjercic leidet heute noch an seinen Kriegsverletzungen. Jeden Morgen, wenn ich mich rasiere, stört mich diese Narbe. Ich muss sie speziell behandeln. Ich spüre auch die Wetterveränderungen. Die Narbe juckt. Boschko und Admira, er Serbe, sie Bosniakin, erschossen im Mai 93. Zwei von 100.000 gestorben. Wofür? Und ich begrüße Fritz Otter jetzt live in Sarajevo. Fritz Otter, Sie haben über Ihre Tätigkeit als Kriegsreporter einmal gesagt, warum, dort habe ich gesehen, am Balkan, wozu ein Mensch fähig ist. Was ist Ihre Erklärung dafür, dass sich innerhalb so kurzer Zeit so großer Hass aufgebaut hat? Nun, auf diese Frage hat mir mal Cevat Karahasan, der vielleicht bedeutendste lebende Schriftsteller Bosniens, gemeint und geantwortet: Vor dem Krieg haben wir nicht gewusst, wer Kommunist und wer Nationalist ist. Und mit dem Krieg, im Krieg, haben sich die Kommunisten in leidenschaftliche Nationalisten verwandelt. 25 Jahre nach Ausbruch dieses Krieges streiten Zeithistoriker, was die wahren Ursachen sind. Es war bereits in den 1980er Jahren absehbar, dass dieses nachtituistische Jugoslawien Zerfallserscheinungen aufweist. Wir konnten aber damals nicht ahnen, dass sich in dieser Region das berühmte Grillparzerwort zur grausamen Realität werden wird, von der Humanität über die Nationalität zur Bestialität. Sie haben während der Balkankriege sehr viel Zeit dort verbracht, sind jetzt nach 25 Jahren wieder da. Wie und wo hat sich denn die Region am stärksten verändert in diesen 25 Jahren? Nun, eines ist ganz klar, zwei dieser ehemaligen jugoslawischen Republiken sind inzwischen EU-Mitglieder, also Slowenien und Kroatien. Was wir hier in Bosnien, oder zumindest was ich so jetzt mitbekommen habe in den letzten Tagen, es ist doch bemerkenswert, dass auch hier der türkische Einfluss, also Erdogans AKP, zunehmend an Bedeutung gewinnt, dass auch der saudische Wahhabismus hier Fuß fasst und was, glaube ich, für uns auch in Österreich mitunter besorgniserregend sein kann, ist, dass auch hier Salafistenzellen, also Dschihadistenzellen, tätig werden, vor allem im Norden Bosniens, im Grenzgebiet zu Kroatien. Und dass hier natürlich auch bei einer Jugendarbeitslosigkeit von 60% viele desillusionierte, perspektivlose Jugendliche diesem IS-Ideologie-Staat und Handeln verfallen sind. Also so gesehen braut sich hier auch vor unserer Haustür doch eine gewisse gefährliche Situation zusammen in einem Staat Bosnien-Herzegowina, von dem man ja gar nicht weiß, ob es ihn in einigen Jahren überhaupt noch geben wird.
Die Wunden dieser Kriege reißen ja immer wieder neu auf. Zuletzt im Frühjahr beim Prozess um das Massaker von Srebrenica, bei dem Radovan Karadzic verurteilt wurde, ist der Eindruck, dass eine wirklich nachhaltige und echte Versöhnung zwischen all diesen ethnischen Gruppen am Balkan derzeit und in absehbarer Zeit überhaupt möglich ist? Nun, man hat versucht, den Wiederaufbau voranzutreiben. Es wurden zerstörte Moscheen wieder renoviert, auch zerstörte Kirchen. Aber der Riss, der durch die Bevölkerung geht, konnte nicht gekittet werden. Es fehlt meiner Meinung nach die eine Voraussetzung, die Empathie. Das heißt, jede Seite sieht sich nach wie vor nur als Opfer, ist aber nicht bereit einzugestehen, dass man auch selbst Fehler gemacht hat. Und ich glaube, wenn es zu einer Versöhnung kommt, dann nur noch in der kommenden oder erst in der kommenden Generation. Denn hier haben wir ja doch das Paradox, dass die Kriegsherren von damals ja auch nach wie vor politische Führer von heute sind. Und so kann die Versöhnung nicht gelingen. Herzlichen Dank, Friedrich Otter, für Ihre Berichterstattung über all die vielen Jahre und natürlich auch heute Abend. Vielen Dank. Vom journalistischen Beobachter jetzt zum diplomatischen. Hier neben mir hat Wolfgang Petritsch Platz genommen, Balkanexperte, ehemaliger Botschafter in Belgrad und ehemaliger hoher UNO-Repräsentant. Herr Dr. Petritsch, so unterschiedlich der Weg zur Unabhängigkeit auch war bei den Nachfolgestaaten Jugoslawiens, so unterschiedlich ist auch der Weg danach verlaufen, in wirtschaftlicher und in politischer Hinsicht. Wieso diese unterschiedlichen Geschwindigkeiten? Das hängt mit verschiedenen Faktoren zusammen, unter anderem natürlich auch mit der Erweiterungsmüdigkeit der Europäischen Union. Da ist einfach der politische Dampf draußen. Man kann den Bürgerinnen und Bürgern in der Europäischen Union offensichtlich nicht mehr zumuten, möchte nicht mehr und kann sie auch nicht überzeugen, dass gerade der Westbalkan, die ehemaligen jugoslawischen Staaten, ja so etwas wie keine Erweiterung, sondern eine Konsolidierung der Europäischen Union eigentlich darstellen sollte. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass gerade mit Serbien natürlich der letzte historische Konflikt aus der Zeit Jugoslawiens noch sehr stark verbunden ist. Das ist eben Kosovo. Und es laufen ja jetzt von der EU initiierte Beziehungsverhandlungen bzw. ein Dialog zwischen Belgrad und Pristina. Und der wird sich sicher noch über Jahre hinaus erstrecken, um dann endlich diesen letzten historischen Konflikt Jugoslawiens zu lösen. Im Falle Bosniens ist es so, dass Bosnien von dem Zerfallskrieg in Jugoslawien am meisten betroffen worden sind. Dort hat es über 100.000 Tote gegeben und es ist vor allem auch in Dayton 1995 nicht gelungen, eine zukunftsfähige Fassung sozusagen für diesen aus drei Nationalitäten bestehenden Staat zu finden. In gewisser Weise ist Bosnien so etwas wie ein Klein-Jugoslawien, wo sich die alten Konflikte und Widersprüche irgendwo im Kleinen, aber sehr wirksam widerspiegeln. Es gibt dort einerseits die Muslime, die Bosniaken, die einen eher zentralen Staat wollen und es gibt die Serben, die wollen eigentlich weg. Immer noch haben sie das Kriegsziel der Sezession nicht aufgegeben und diese Situation schafft natürlich schlechte Voraussetzungen für eine rasche Integration. Diese Situation hat, Friedrich Otter hat schon kurz skizziert, ein politisches und wirtschaftliches Vakuum erzeugt. Welche Gefahr geht denn von diesem Vakuum aus? Eine sehr große Gefahr, besonders im Zusammenhang jetzt mit der neuesten Entwicklung in der Europäischen Union selbst, ist natürlich das Problem eines, das weitergereicht wird. Der politische Wille ist nicht vorhanden, man kümmert sich, muss sich auch um andere Probleme kümmern, die Finanz- und Wirtschaftskrise, Ukraine, andere Probleme, die hier im Nahen Osten etc., die Flüchtlingskrise natürlich auch, die Europäische Union offensichtlich überfordern. Sich in dieser Situation noch einmal jetzt um die Vollendung des Friedensprozesses am Balkan zu kümmern, und der ist nur im Rahmen einer Integration in die Europäische Union möglich. Dafür fehlt offensichtlich im Augenblick der politische Wille. Und das natürlich führt dazu, dass andere externe Faktoren eine größere Rolle zu spielen beginnen. Russland ist insbesondere im Energiesektor sehr aktiv, in Serbien zum Beispiel, aber auch in Bosnien. China hat gerade jetzt in einem
groß angelegten Besuch in Belgrad auch das Interesse bezeugt, hier in der Region tätig zu werden. Das heißt, in diesem Vakuum, das durch die Untätigkeit der Europäischen Union mit verursacht worden ist, hauptsächlich mit verursacht worden ist, machen sich jetzt andere breit. Und das ist natürlich nicht gut für die Europäische Union als solche und insbesondere natürlich für die Region, die ja näher an die Europäische Union heran möchte und nicht dann irgendwelche dubiosen Bündnisse mit Russland oder China oder der Türkei eigentlich haben möchte. Aber das ist halt die konkrete Alternative, die im Augenblick angeboten wird. Die Europäische Union, damals noch Europäische Gemeinschaft und viel, viel kleiner, mehr als die Hälfte so klein, hat die Situation damals offenbar unterschätzt oder hat jedenfalls sehr, sehr zögerlich agiert. Man hat ein bisschen den Eindruck, wenn man sich das retrospektiv anschaut, dass man sich gedacht hat, wenn wir da nicht hinschauen, dann gibt es dort auch kein Problem. Und ein wenig erinnert diese Situation auch an den Syrien-Konflikt. Sie auch? Zweifellos, diese Untätigkeit, die also hier herrscht, ist typisch für alle Konflikte, die sich entwickeln. Und natürlich in Syrien ist das noch um einige Dimensionen größer. Aber es ist durchaus auch, und das zeigt auch die Erfahrung, die Möglichkeit eines Rückfalls in eine Krisensituation. Wir sehen eine ganz schwierige Situation in Mazedonien, wo sich zwar immer wieder irgendwelche EU-Kommissare drum kümmern, aber nicht wirklich an das Hauptproblem dort gehen. Genauso in Bosnien-Herzegowina, wo jetzt gerade im Zusammenhang mit dem Brexit der dortige Präsident sehr zufrieden verkündet hat, na also, wenn die hier aus der EU austreten können, dann können wir auch aus Bosnien austreten. Also hier macht sich eine neue Dynamik, eine neue negative Dynamik breit, die mir wirklich sehr zu denken gibt. Herr Dr. Petritsch, vielen Dank, dass Sie zu uns aufs Spielfeld gekommen sind. Danke sehr. Wir erleben derzeit also die Auswirkungen der größten Flüchtlingskrise seit dem Zweiten Weltkrieg. Auch hierher nach Österreich sind bekanntlich sehr, sehr viele Menschen geflüchtet. Noch mehr waren es in den 90er Jahren. Damals sind über 100.000 Schutzsuchende hierher gekommen. Die meisten waren aus Bosnien. Von 90.000 sind 60.000 auch hier geblieben. Längst haben sie die Sprache gelernt. Die Kinder von damals sind lang erwachsen. Aber die Entwurzelung, der plötzliche Verlust der Heimat, die Traumatisierung durch Krieg und Angst haben sie geprägt. Christine Baumgartner über das Leben danach. Heimspiel für die Familie Cihic. Im Garten in Thesdorf in Niederösterreich spielt Vater Amir gerne Fußball mit den Kindern. Er stammt aus Bosnien. 1994 ist er mit seiner Familie geflohen. Der damals 12-Jährige kommt mit seinen Eltern und seinem Bruder in Maria Enzersdorf an. Ein ORF-Team begleitet ihn einen Tag lang mit der Kamera. Er schreibt einen Brief an seine Oma, die in Bosnien geblieben ist, und erzählt ihr von der Flucht. Als wir in den Bus stiegen, war mein Hund auch dabei. Doch der Schaffner schmiss ihn raus. Der Bus fuhr los. Ich weinte, in Gedanken bei meinem Hund, meinen Verwandten, meinen Freunden. Aber es war alles umsonst. Wir treffen den heute 35-Jährigen dort, wo alles begonnen hat, in Maria Enzersdorf. Im Kloster betreut die Caritas nach wie vor Flüchtlinge. Hier kommen Erinnerungen hoch. Egal, wo du hinkommst, es versteht dich niemand. Du willst etwas sagen. Du kannst aber nicht, du kennst die Sprache nicht. Ja? Ich habe irgendwann erkannt, mit der Sprache, mit der bosnischen Sprache komme ich hier nicht weit. Ja? Und dann gesagt, okay, und jetzt muss ich echt Gas geben. Engagierte Nachbarn helfen der Familie, Fuß zu fassen. Frau Sommer sucht damals einen Arbeiter für ihren Schrebergarten. Gefunden hat sie neue Freunde. Wenn jemand zu mir irgendwas sagt, vorbehaltlich, ja, die sollen daheim bleiben, die Tschuschen oder sollen sie bleiben, sage ich, du komm erst einmal in die Situation, dass die von daheim verbrennen, wenn ein Krieg ist. Und dann reden wir weiter. Ja, aber nicht jetzt der Guschert sein. Nein, da haben sie bei mir keine Chance. Nach der Schule macht er eine Lehre als Einzelhandelskaufmann. Herr Grimmer hat dem jungen Amir und anderen Flüchtlingen in diesem Baumarkt in Mödling Lehrstellen verschafft. Ich glaube, dass die Stimmung ganz anders war. Also nicht so gehetzt, wie sie jetzt ist. Das ist damals viel fließender alles gegangen. Man muss sich an den Menschen hier gewöhnen, an sich herangehen. Und
die Gesetze befolgen und es funktioniert alles. Es funktioniert ganz einfach. Die Familie Cehic ist ein typisches Beispiel dafür, wie gut die Integration der Kriegsflüchtlinge von damals funktioniert hat, sagt Politikwissenschaftler Vedran Cehic. Er ist hier in Treiskirchen als bosnischer Flüchtling angekommen. Aus der Basketballkarriere wurde nichts. Mittlerweile ist er ein international renommierter Balkanexperte. Man wurde mit einem de facto Kriegsflüchtlingsstatus ausgestattet und hatte damit Schutz für die Zeit der Kriegshandlungen. Es gab dann gleich dazu anschließend natürlich auch ein Netzwerk an Landsleuten aus Ex-Jugoslawien, die bereits seit den 50er, 60er Jahren in Österreich lebten. Zudem war Bosnien Teil der Monarchie und für viele Österreicher war Jugoslawien ein Urlaubsziel. Sie hatten einen Bezug zu den Menschen, so Cihic. Diese Menschen sind gleichberechtigte Bürger der Republik Österreich geworden. Sie wählen, sie sind teilweise patriotisch, sie werden und fiebern bei der Fußball-Europameisterschaft auch mit Österreich und vielleicht auch mit den ehemaligen Heimatstaaten auch mit. Das heißt, da ist natürlich auch ein positives Potenzial für das Land selbst und das ist sicherlich nicht zu vernachlässigen. Nach der Lehre wird Amir Marktleiterassistent. Heute arbeitet er als Außendienstmitarbeiter eines Elektrohändlers. Er ist österreichischer Staatsbürger, genauso wie seine Frau, seine Kinder, seine Eltern und sein Bruder. Bei Familienfeiern werden bosnische Köstlichkeiten aufgetischt. Jetzt ich gehe in Bosnien nur Urlaub. Egal, wann ist einen Monat oder zwei Monate, aber das ist für mich ist Urlaub. Das ist meine Heimat, in Österreich. Heimat ist für mich Bosnien und Heimat ist für mich Österreich. Meine Wurzeln sind aus Bosnien. Ja. Irgendwo verbindet mich dort noch einiges. Ja. Aber ich bin hier zu Hause. Ich bin in Österreich zu Hause. Und doch holt die Familie Cehic die Vergangenheit manchmal ein. Etwa, wenn sie zum ersten Mal seit mehr als 20 Jahren den alten Fernsehbericht über Amir anschauen. Der Brief an seine Oma ist in den Kriegswirren nie angekommen. Aber 1999 fährt die Familie nach Bosnien. Es gibt ein Wiedersehen. 2012 ist die Großmutter gestorben. Die Erinnerungen bleiben. Ich liebe dich, dein Amir. Das, meine Damen und Herren, war eine ZIP2-History zum 25. Jahrestag der Jugoslawienkriege und ihrer Folgen. Ich bedanke mich im Namen der ganzen ZIP2-History-Redaktion, dass Sie zugeschaut haben. Auch die ORF-TV-Thek bietet ab sofort einen Themenschwerpunkt zum Zerfall Jugoslawiens vor 25 Jahren. Dort können Sie die Langfassungen der Interviews mit den Zeitzeugen sehen und ein Gespräch mit Ivan Ivani, der 20 Jahre lang Titos Dolmetscher war. Jetzt gleich meldet sich Armin Wolf mit den aktuellen Informationen über den Terroranschlag aus Istanbul mit mindestens 10 Toten. Von uns einen angenehmen Abend aus Spielfeld. Auf Wiedersehen. Guten Abend, meine Damen und Herren, noch einmal aus dem Zeit im Bildstudio heute Abend. Am Atatürk-Flughafen von Istanbul hat es am Abend vor etwa 2 Stunden einen schweren Anschlag gegeben mit mehreren Toten und zahlreichen Verletzten. Nach ersten Erkenntnissen sollen etwa 10 Menschen tot sein, das sagt der türkische Justizminister. Die Zahl der Verletzten schwankt je nach Bericht zwischen 20 und 60. Über die Nationalität der Opfer ist noch nichts bekannt. Was man bisher weiß, ist aber auch, Polizisten sollen vor der Sicherheitskontrolle am Eingang des internationalen Terminals das Feuer auf Verdächtige eröffnet haben. 2 Verdächtige haben sich daraufhin offenbar in die Luft gesprengt. Und live am Telefon begrüße ich jetzt unseren Korrespondenten Jörg Winter in Istanbul. Jörg, der Atatürk-Flughafen ist der größte der Türkei, normalerweise extrem gut gesichert. Erst recht wohl nach den Attentaten der letzten Wochen. Wie kommen da jetzt Terroristen dorthin? Nun, es gibt sozusagen 2 Sicherheitskordons, nämlich eine Kontrolle gleich direkt sozusagen am
wenn man den Gehsteig ankommt und in die Abflug- oder Ankunftshalle hineingehen will und dann noch eine zweite Kontrolle. Sie haben schon gesagt, es steht fest, dass es mindestens zwei Explosionen am Eingang zum internationalen Terminal am Atatürk-Flughafen gegeben hat. Offenbar auf der Ankunftsebene aus Behördenkreisen verlautet, dass die Sicherheitsbeamten das Feuer auf zwei Verdächtige eröffnet haben, die sich dann in die Luft gesprengt haben. Augenzeugen berichten auch von einem Polizisten, der einen der Attentäter noch zu Boden gerungen haben soll. Die Rede ist auch von einer möglichen dritten Explosion beim Parkgebäude. Da gibt es noch widersprüchliche Angaben. Einer der Angreifer soll aus einer Kalaschnikow gefeuert haben. Wir sehen auf dem im Fernsehen Bilder, viele Rettungswagen, die mit Verletzten vom Flughafen in die umliegenden Krankenhäuser fahren. Wir haben auch erfahren, dass eigentlich jetzt alle Abflüge gestrichen wurden. Maschinen, die sich im Anflug befinden, werden jetzt umgeleitet nach Ankara, Izmir und in andere Städten. Der Flughafen wird derzeit evakuiert. Bombenspezialisten sind dorthin geschickt worden. Man darf nicht vergessen, der Istanbuler Atatürk-Flughafen ist in den letzten Jahren zu einem der größten in Europa aufgestiegen. Er ist mit Paris, Frankfurt und London eine der wichtigsten Drehscheiben. Und jetzt am Abend halten sich dort sehr, sehr viele Passagiere auf, auch solche, die umsteigen auf Langstreckenverbindungen. Das österreichische Außenministerium hat vor wenigen Minuten getwittert, dass über die Nationalität der Opfer noch nichts bekannt sei. Das Konsulat in Istanbul wäre gerade am Weg zum Flughafen. Wissen Sie irgendwas über die Nationalität der mindestens 10 Todesopfer? Nein, darüber haben wir derzeit noch keine Informationen. Das ist auch noch zu früh. Es herrscht dort ein großes Chaos. Jetzt ist einmal sozusagen der Abtransport der Verletzten, die Versorgung der Verletzten oberste Priorität. Man darf ja auch nicht vergessen, es sind Tausende sicher in diesen Minuten, wo sich diese Anschläge ereignet haben, angekommen am Istanbuler Atatürk-Flughafen. Die haben zuerst nicht einreisen dürfen. Jetzt dürfen die Leute einreisen und muss jetzt versuchen, diese Leute vom Flughafengelände wegzubringen. Es wird noch dauern, bis die Identität der Opfer festgestellt werden kann. Die türkischen Behörden haben mittlerweile gesagt, man wisse, wer hinter den Anschlägen steckt, welche Gruppe, aber man werde das erst zu einem gegebenen Zeitpunkt sagen. Also mehr weiß man darüber einfach nicht, auch nicht über die Identität der Verletzten und Toten. Tatsächlich hat es in den letzten Monaten ja mehrere große Anschläge in der Türkei gegeben, in Ankara, in Istanbul. Und es waren im Prinzip zwei verschiedene Gruppen dahinter. Zum einen die IS-Terrormiliz und zum anderen PKK-Splittergruppen, also kurdische Splittergruppen. Gibt es irgendeine Art von Hinweis, wer hinter diesem Anschlag stehen könnte? Es gibt natürlich Spekulationen, wie immer bei solchen Sachen, bei solchen Terroranschlägen. Und Sie haben es ja schon gesagt, es sind im Wesentlichen sind es immer zwei Gruppen, nämlich islamistische Gruppen, die meistens Hintergründe und Verbindungen zum Islamischen Staat haben und kurdische Splittergruppen. Es gibt auch noch eine dritte Terrorgruppe, eine linksextreme Gruppe, die ebenfalls möglicherweise hinter diesem Anschlag steht. Man kann es derzeit einfach nicht sagen. Die ersten Reaktionen in der türkischen Öffentlichkeit, auch in den Medien, waren, dass es irgendwie ein bisschen danach aussieht, dass hier der Islamische Staat dahinter stecken könnte. Aber das sind reine Spekulationen. Wir müssen einfach jetzt abwarten auf die Ermittlungsergebnisse. Und die Behörden haben gesagt, dass es konkrete Spuren gibt, aber sie haben uns derzeit nicht mehr gesagt. Es ist auch eine Nachrichtensperre verhängt worden. Das heißt, derzeit dürfen auch die Fernsehsender, die Radiostationen, Online-Zeitungen nur das verbreiten und verkünden, was die Behörden wörtlich gesagt haben. Danke vorerst, Jörg Winter. Während Sie jetzt gesprochen haben, vor etwa 20 Sekunden haben die Nachrichtenagenturen gemeldet, dass laut dem türkischen Fernsehkanal NTV der Gouverneur von Istanbul gesagt hätte, die Zahl der Todesopfer sei auf 28 gestiegen. Der Flughafen in Istanbul wird zurzeit evakuiert. Er bleibt natürlich bis auf Weiteres gesperrt. Flugpassagiere, die nach Österreich wollen, sind aber offenbar zumindest heute nicht mehr davon betroffen. Der letzte Flug von Istanbul nach Wien ist noch kurz vor dem Anschlag abgehoben. Wie es mit den Verbindungen morgen früh aussieht, ist derzeit noch nicht absehbar. Vom Flughafen Wien aus wird allen Reisenden empfohlen, sich bei ihrer jeweiligen Fluglinie zu erkundigen. Die Flüge, die noch unterwegs sind in die Türkei, werden nach Izmir und nach Ankara umgeleitet. Ein Flug der Turkish Airlines aus Wien nach Istanbul ist offenbar aber noch sicher gelandet, heißt es in den Agenturen.
Vorerst wissen wir jetzt noch nicht mehr. Wir melden uns aber wieder in der ZIP 24. Jörg Winter natürlich live aus Istanbul mit den neuesten Informationen. Die ZIP 24 beginnt um Mitternacht in ORF 1. Und die aktuellsten Informationen bekommen Sie natürlich in den Frühsendungen der Zeit im Bild. Morgen früh ab 6 Uhr, alle halben Stunden. Inzwischen von uns allen hier noch einen angenehmen Abend. Auf Wiedersehen. Morgen. Die Angst vor dem Domino-Effekt. Nach dem Brexit-Votum der Briten fühlen sich antieuropäische Politiker im Aufwind. Das Weltjournal lotet von Tschechien über die Niederlande bis Spanien mögliche Folgen aus. Danach, in Großbritannien arbeiten 5 Millionen Menschen als Tagelöhner. Hoher Einsatz, geringer Verdienst, kaum Zukunftsperspektiven. Wie geht es für Sie weiter? Morgen ab 22.30 Uhr Weltjournal und Weltjournal Plus in ORF 2. Am Freitag, Ritter auf der Jagd nach ewigem Ruhm. Ihre größte Mission. Lasst uns ziehen und siegen! Den Kreuzzügen auf der Spur, Teil 2 der spektakulären Trilogie. Universum History, die Welt der Ritter 2. Freitag, 22.45 Uhr, ORF 2. Oder Ankunftshalle hineingehen will und dann noch eine zweite Kontrolle. Sie haben schon gesagt, es steht fest, dass es mindestens zwei Explosionen am Eingang zum internationalen Terminal am Atatürk-Flughafen gegeben hat. Offenbar auf der Ankunftsebene aus Behördenkreisen verlautet, dass die Sicherheitsbeamten das Feuer auf zwei Verdächtige eröffnet haben, die sich dann in die Luft gesprengt haben. Augenzeugen berichten auch von einem Polizisten, der einen der Attentäter noch zu Boden gerungen haben soll. Die Rede ist auch von einer möglichen dritten Explosion beim Parkgebäude. Da gibt es noch widersprüchliche Angaben. Einer der Angreifer soll aus einer Kalaschnikow gefeuert haben. Wir sehen im Fernsehen Bilder, viele Rettungswagen, die mit Verletzten vom Flughafen in die umliegenden Krankenhäuser fahren. Wir haben auch erfahren, dass eigentlich jetzt alle Abflüge gestrichen wurden. Maschinen, die sich im Anflug befinden, werden jetzt umgeleitet nach Ankara, Izmir und in andere Städten. Der Flughafen wird derzeit evakuiert. Bombenspezialisten sind dorthin geschickt worden. Man darf nicht vergessen, der Istanbuler Atatürk-Flughafen ist in den letzten Jahren zu einem der größten in Europa aufgestiegen. Er ist mit Paris, Frankfurt und London eine der wichtigsten Drehscheiben. Und jetzt am Abend halten sich dort sehr, sehr viele Passagiere auf, auch solche, die umsteigen auf Langstreckenverbindungen. Das österreichische Außenministerium hat vor wenigen Minuten getwittert, dass über die Nationalität der Opfer noch nichts bekannt sei. Das Konsulat in Istanbul wäre gerade am Weg zum Flughafen. Wissen Sie irgendwas über die Nationalität der mindestens 10 Todesopfer? Nein, darüber haben wir derzeit noch keine Informationen. Das ist auch noch zu früh. Es herrscht dort ein großes Chaos. Jetzt ist einmal sozusagen der Abtransport der Verletzten, die Versorgung der Verletzten oberste Priorität. Man darf ja auch nicht vergessen, es sind Tausende sicher in diesen Minuten, wo sich diese Anschläge ereignet haben, angekommen am Istanbuler Atatürk-Flughafen. Die haben zuerst nicht einreisen dürfen. Jetzt dürfen die Leute einreisen und muss jetzt versuchen, diese Leute vom Flughafengelände wegzubringen. Es wird noch dauern, bis die Identität der Opfer festgestellt werden kann. Die türkischen Behörden haben mittlerweile gesagt, man wisse, wer hinter den Anschlägen steckt, welche Gruppe, aber man werde das erst zu einem gegebenen Zeitpunkt sagen. Also mehr weiß man darüber einfach nicht, auch nicht über die Identität der Verletzten und Toten. Tatsächlich hat es in den letzten Monaten ja mehrere große Anschläge in der Türkei gegeben, in Ankara, in Istanbul. Und es waren im Prinzip zwei verschiedene Gruppen dahinter. Zum einen die IS-Terrormiliz und zum anderen PKK-Splittergruppen, also kurdische Splittergruppen. Gibt es irgendeine Art von Hinweis, wer hinter diesem Anschlag stehen könnte? Es gibt natürlich Spekulationen, wie immer bei solchen Sachen, bei solchen Terroranschlägen. Und Sie haben es ja schon gesagt, im Wesentlichen sind es immer zwei Gruppen, nämlich islamistische Gruppen, die meistens... ...niemanden aufhalten. Es ist wieder ein normaler Grenzübergang, genau 25 Jahre, nachdem hier kurz einmal die Weltgeschichte vorbeigeschaut hat. Unweit der Grenze wurden Lkw-Blockaden niedergewalzt. Die Panzer schossen sich den Weg frei Richtung Grenzabfertigungsgebäude. Die Lage in Slowenien eskaliert rasch. Schwere Kämpfe am Flughafen Ljubljana. Die jugoslawische Armee greift auch mit MiG-Kampfflugzeugen an.
Das Kreisgezimmer im Wiener Bundeskanzleramt. Damals das Büro von Kanzler Franz Franitzky, heute ein Besprechungsraum. Für die ZIP 2 History erinnert sich Franitzky an die dramatischen Tage im Frühsommer 1991. Es war eine Situation, in der man nicht die Hände in den Schoß legen kann und sagen, es geht uns nichts an. Und war eine Situation, wo man auch der österreichischen Bevölkerung gegenüber klar zum Ausdruck bringen musste, hallo, wir sind da gewappnet und gerüstet. Der Ruf der Menschen nach dem Heer wird schließlich erhört. Militärhistoriker Manfred Rauchensteiner war zu der Zeit im Leitungsstab von Verteidigungsminister Fasslabend. Der steirische Landeshauptmann Kreiner hat damit gedroht, wenn das Bundesheer nicht kommt und die Grenzsicherung wahrnimmt, würde er die steirische Jägerschaft bewaffnen. Und diese Vision, dass da Jäger an der Grenze stehen, also das war ja wohl eine so schreckliche, dass man reagieren musste. Der Hangar 8 im Fliegerhorst Zeltweg, ein Museum der österreichischen Luftstreitkräfte. Oberst Doro Kovac ist ein Tragenpilot der ersten Stunde. Auch für ihn kommt im Juni 1991 der Ernstfall. Denn jugoslawische Kampfjets verletzen mehrmals österreichischen Luftraum. Einer kommt sogar bis nach Graz. Ich habe zuerst gar nicht erkannt, wenn ein Düsenflugzeug sehr schnell in Tiefflug über die Piste nach Norden fliegen gesehen und im Vorbeiflug erkenne ich dann, dass es eine MiG-21 ist. Ne? Die hat dann im nördlich des Platzes Flugplatzes Richtung Westen weggekurvt und wieder den Steigflug eingeleitet. Danach gibt es für die kleine Tragenstaffel keine Pausen. Wir haben also tagsüber 6 Maschinen im Einsatz gehabt. Eine war immer auf höchster Alarmstufe. Das heißt, Alarmstart innerhalb von 5 Minuten möglich, teilweise mit Sitzbereitschaft. Das heißt, das Pilotsitz drinnen ist angeschnallt. Auch auf dem Boden wird das Bundesheer aktiv. Sicherungseinsatz an den Grenzen in Kärnten und der Steiermark. Es ist ein in der Zweiten Republik beispielloser Einsatz für das Heer, mit dabei auch Präsenzdiener. Hat man da eine Angst auch? Das glaube ich schon. Aber du kannst es einmal probieren, an meiner Stelle da reinzuspringen, wenn sie neben dir schießen. Dann merkst du, dass du sicher Angst hast. Ich hoffe auch im Nachhinein noch, dass wir vernünftige Entscheidungen getroffen haben. Die Kroati, Jugoslawien. Die Slowenen und teilweise auch die Kroaten sahen Jugoslawien als Staat, der Sicherheit, Entwicklung und Gleichberechtigung der Völker gewährleistete, die sich freiwillig zusammengeschlossen hatten. Doch es gab große kulturelle und wirtschaftliche Unterschiede. Nach Titos Tod zeigte sich die Unfähigkeit, zwei Prinzipien zu achten, die für einen Vielvölkerstaat unerlässlich sind. Das erste ist die nationale Gleichberechtigung. Sie scheiterte an den serbischen Hegemoniebestrebungen. Zweitens muss der Staat funktionieren können, sonst hat er keinen Sinn. Zagotovljeni enakopravno interesi vseh narodov in da se ti lahko razvijajo v tej svoji nacionalni identiteti. In drug princip je, da mora država biti funkcionalna, da mora funkcionirati. Und welche Mitverantwortung tragen USA, EU und die europäischen Staaten, dass es zum jugoslawischen Drama kam? Da odustane od ratne opcije. Die Welt war zu wenig geschlossen und organisiert, um ausreichend Druck auf Slobodan Milosevic auszuüben, um ihn vom Krieg abzubringen. Denn als die sogenannte Baumstammrevolution in Kroatien begann, als aufständische Serben einen Teil des Territoriums mit Hilfe der jugoslawischen Armee besetzten, war klar, dass Milosevic zum Krieg entschlossen war. Man hätte Milosevic zu einer neuen politischen Vereinbarung zwingen müssen, doch daran war die Welt nicht interessiert. 25 Jahre später ist auch die Vielvölkergemeinschaft EU in der Krise. Welche Perspektive hat sie? Europa kann nur vereint zwischen den anderen großen Spielern auf der Weltbühne bestehen. Sollte sich Europa aufspalten, ist es kein Spieler mehr. Europa muss vor allem wegen seiner Wirtschaftskraft vereint bleiben. Wenn es sein menschliches Potenzial gemeinsam nutzt, ist Europa ein großer Spieler. Doch noch wichtiger ist, dass ein vereintes Europa Krieg als politisches Mittel ausschließt. Wir haben jetzt also eine slowenische und eine kroatische Stimme gehört. Wir wollen uns jetzt einmal der serbischen Position widmen. Und ich begrüße Christian Werschütz in Belgrad. Herr Werschütz, wenn man sich die Interviews gerade eben angehört hat, die Sie geführt haben, dann muss man sagen, die beiden Herren beantworten die Schuldfrage ganz eindeutig mit Slobodan Milosevic. Aber ist diese komplexe, große Frage wirklich so einfach zu beantworten?
Die Serben bei Jugoslawien die Möglichkeit, dass alle Serben in einem Staat lebten. In Kroatien hatten die Serben den Status eines konstitutiven Volkes. Das war auch ein Resultat der Erfahrung an der Massaker und der Massenmorde an Serben im Zweiten Weltkrieg. In der nationalistischen Euphorie unter Franjo Tudjman hat man diesen Status den Serben genommen. Also man wird Kroatien den Vorwurf nicht ersparen können, nicht alles. Und 60. Über die Nationalität der Opfer ist doch nichts bekannt. Was man bisher weiß, ist aber auch, Polizisten sollen vor der Sicherheitskontrolle am Eingang des internationalen Terminals das Feuer auf Verdächtige eröffnet haben. Zwei Verdächtige haben sich daraufhin offenbar in die Luft gesprengt. Und live am Telefon begrüße ich jetzt unseren Korrespondenten Jörg Winter in Istanbul. Jörg, der Atatürk-Flughafen ist der größte der Türkei, normalerweise extrem gut gesichert. Erst recht wohl nach den Attentaten der letzten Wochen. Wie kommen da jetzt Terroristen dorthin? Nun, es gibt sozusagen zwei Sicherheitskordons, nämlich eine Kontrolle gleich direkt sozusagen am, wenn man den Gehsteig ankommt und in die Abflug- oder Ankunftshalle hineingehen will, und dann noch eine zweite Kontrolle. Sie haben schon gesagt, es steht fest, dass es mindestens zwei Explosionen am Eingang zum internationalen Terminal am Atatürk-Flughafen gegeben hat. Offenbar auf der Ankunftsebene aus Behördenkreisen verlautet, dass die Sicherheitsbeamten das Feuer auf zwei Verdächtige eröffnet haben, die sich dann in die Luft gesprengt haben. Augenzeugen berichten auch von einem Polizisten, der einen der Attentäter noch zu Boden gerungen haben soll. Die Rede ist auch von einer möglichen dritten Explosion beim Parkgebäude. Da gibt es noch widersprüchliche Angaben. Einer der Angreifer soll aus einer Kalaschnikow gefeuert haben. Wir sehen auf dem im Fernsehen Bilder, viele Rettungswagen, die mit Verletzten vom Flughafen in die umliegenden Krankenhäuser fahren. Wir haben auch erfahren, dass eigentlich jetzt alle Abflüge gestrichen wurden. Maschinen, die sich im Anflug befinden, werden jetzt umgeleitet nach Ankara, Izmir und in andere Städten. Der Flughafen wird derzeit evakuiert. Bombenspezialisten sind dorthin geschickt worden. Man darf nicht vergessen, der Istanbuler Atatürk-Flughafen ist in den letzten Jahren zu einem der größten in Europa aufgestiegen, ist mit Paris, Frankfurt und London eine der wichtigsten Drehscheiben. Und jetzt am Abend halten sich dort sehr, sehr viele Passagiere auf, auch solche, die umsteigen auf Langstreckenverbindungen. Das österreichische Außenministerium hat vor wenigen Minuten getwittert, dass über die Nationalität der Opfer noch nichts bekannt sei. Das Konsulat in Istanbul wäre gerade am Weg zum Flughafen. Wissen Sie irgendwas über die Nationalität der mindestens 10 Todesopfer? Nein, darüber wissen wir, haben wir derzeit noch keine Informationen. Das ist auch noch zu früh. Es herrscht dort ein großes Chaos. Jetzt ist einmal sozusagen der Abtransport der Verletzten, die Versorgung der Verletzten oberste Priorität. Man darf ja auch nicht vergessen, es sind Tausende sicher in diesen Minuten, wo sich diese Anschläge ereignet haben, angekommen am Istanbuler Atatürk-Flughafen. Die haben zuerst nicht einreisen dürfen. Jetzt dürfen die Leute einreisen und muss jetzt versuchen, diese Leute vom Flughafengelände wegzubringen. Es wird noch dauern, bis die Identität der Opfer festgestellt werden kann. Die türkischen Behörden haben mittlerweile gesagt, man wisse, wer hinter den Anschlägen steckt, welche Gruppe, aber man werde das erst zu einem... Also wenn das Bundesheer nicht kommt und die Grenzsicherung wahrnimmt, würde ja die steirische Jägerschaft bewaffnen. Und diese Vision, dass da Jäger an der Grenze stehen, also das war ja wohl eine so schreckliche, dass man reagieren musste. Der Hangar 8 im Fliegerhorst Zeltweg, ein Museum der österreichischen Luftstreitkräfte. Oberst Doro Kovac ist ein Tragenpilot der ersten Stunde. Auch für ihn kommt im Juni 1991 der Ernstfall. Denn jugoslawische Kampfjets verletzen mehrmals österreichischen Luftraum. Einer kommt sogar bis nach Graz. Ich habe zuerst gar nicht erkannt, wie ein Düsenflugzeug sehr schnell in Tiefflug über die Piste nach Norden fliegen gesehen, und im Vorbeiflug erkenne ich dann, dass es eine MiG-21 ist. Ne? Die hat dann im nördlich des Platzes, Flugplatzes Richtung Westen weggekurvt und wieder den Steigflug eingeleitet. Danach gibt es für die kleine Tragenstaffel keine Pausen. Wir haben also tagsüber 6 Maschinen im Einsatz gehabt. Eine war immer auf höchster Alarmstufe. Das heißt, Alarmstart innerhalb von 5 Minuten möglich, teilweise mit Sitzbereitschaft. Das heißt, das Pilot sitzt drinnen, ist angeschnallt. Auch auf dem Boden wird das Bundesheer aktiv. Sicherungseinsatz an den Grenzen in Kärnten und der Steiermark. Es ist ein in der Zweiten Republik beispielloser Einsatz für das Heer. Mit dabei auch Präsenzdiener. Hat man da eine Angst auch? Das glaube ich schon. Aber du kannst es einmal probieren, an meiner Stelle da reinzuspringen, wenn es neben dir schießen.
dann merkst du, dass du sicher Angst hast. Ich hoffe auch im Nachhinein noch, dass wir vernünftige Entscheidungen getroffen haben. Aber die Verantwortung ist immer gegeben. Und gerade wenn es so in die Richtung militärischer Einsätze geht, muss diese Verantwortung doppelt und dreifach wahrgenommen werden. Es hat keine Verletzten gegeben, es hat keine wirklich schweren Zwischenfälle gegeben. Aus einem gebrochenen Unterarm ist, glaube ich, nichts passiert. Es ist der Einsatz des Heeres etwas, was in der Geschichte des Bundesheers und der Zweiten Republik durchaus herzeigbar ist. Das war also schon ein Highlight, sagen wir mal so. Also weder positiv noch negativ, aber es war auf jeden Fall eine Episode, die in der Geschichte nicht oft vorkommt, nicht? Dass plötzlich wirklich Krieg in der Nachbarschaft im Grenzbereich stattfindet. Die Verzweiflung auch, wie also die Slowenen hier um ihre Freiheit mehr oder weniger gekämpft haben. Nicht? In der rot-schwarzen Koalition in Wien war die diplomatische Anerkennung Sloweniens Streitthema. Die ÖVP wollte rasch vorpreschen, der Bundeskanzler war dagegen. Und ich habe mit Kohl und mit Genscher und anderen telefoniert lang, ob sie sich denn anschließen würden, wenn wir da vormarschieren. Und der Genscher hat mir gesagt, na, wir machen das, was wir in der EG beschließen. Und wir haben noch nichts beschlossen. Eine so schreckliche, dass man reagieren musste. Der Hangar 8 im Fliegerhorst Zeltweg, ein Museum der österreichischen Luftstreitkräfte. Oberst Doro Kovac ist ein Tragenpilot der ersten Stunde. Auch für ihn kommt im Juni 1991 der Ernstfall. Denn jugoslawische Kampfjets verletzen mehrmals österreichischen Luftraum. Einer kommt sogar bis nach Graz. Ich habe zuerst gar nicht erkannt, wie ein Düsenflugzeug sehr schnell in Tiefflug über die Piste nach Norden fliegen gesehen. Und im Vorbeiflug erkenne ich dann, dass es eine MiG-21 ist. Nicht? Die hat dann im nördlich des Platzes, Flugplatzes Richtung Westen weggekurvt und wieder den Steigflug eingeleitet. Danach gibt es für die kleine Tragenstaffel keine Pausen. Wir haben also tagsüber 6 Maschinen im Einsatz gehabt. Eine war immer auf höchster Alarmstufe. Das heißt, Alarmstart innerhalb von 5 Minuten möglich, teilweise mit Sitzbereitschaft. Das heißt, das Pilotsitz drinnen ist angeschnallt. Auch auf dem Boden wird das Bundesheer aktiv. Sicherungseinsatz an den Grenzen in Kärnten und der Steiermark. Es ist ein in der Zweiten Republik beispielloser Einsatz für das Heer, mit dabei auch Präsenzdiener. Hat man da Angst auch? Das glaube ich schon. Aber du kannst es einmal probieren, an meiner Stelle da reinzuspringen, wenn sie neben dir schießen. Dann merkst du, dass du sicher Angst hast. Ich hoffe auch im Nachhinein noch, dass wir vernünftige Entscheidungen getroffen haben. Aber die Verantwortung ist immer gegeben. Und gerade wenn es so in die Richtung militärischer Einsätze geht, muss diese Verantwortung doppelt und dreifach wahrgenommen werden. Es hat keine Verletzten gegeben, es hat keine wirklich schweren Zwischenfälle gegeben. Aus einem gebrochenen Unterarm ist, glaube ich, nichts passiert. Es ist der Einsatz des Heeres etwas, was in der Geschichte des Bundesheers und der Zweiten Republik durchaus herzeigbar ist. Das war also schon ein Highlight, sagen wir mal so. Also weder positiv noch negativ, aber es war auf jeden Fall eine Episode, die in der Geschichte nicht oft vorkommt, nicht? Dass plötzlich wirklich Krieg in der Nachbarschaft im Grenzbereich stattfindet. Die Verzweiflung auch, wie also die Slowenen hier um ihre Freiheit mehr oder weniger gekämpft haben. Nicht? In der rot-schwarzen Koalition in Wien war die diplomatische Anerkennung Sloweniens Streitthema. Die ÖVP wollte rasch vorpreschen, der Bundeskanzler war dagegen. Und ich habe mit Kohl und mit Genscher und anderen telefoniert lang, ob sie sich denn anschließen würden, wenn wir da vormarschieren. Und der Genscher hat mir gesagt, na, wir machen das, was wir in der EG beschließen. Und wir haben noch nichts beschlossen. Also das heißt, wir haben ja gar keine positive Erwartung haben können, dass sich andere anschließen, wenn wir da vorreiten. Noch im Juli entspannt sich die Lage, die Soldaten rüsten ab, der Krieg ist vorbei. Was in der Geschichte des Bundesheers und der Zweiten Republik durchaus herzeigbar ist. Das war also schon ein Highlight, sagen wir mal so. Also weder positiv noch negativ, aber es war auf jeden Fall eine Episode, die in der Geschichte nicht oft vorkommt. Nicht? Dass plötzlich wirklich Krieg in der Nachbarschaft im Grenzbereich stattfindet. Die Verzweiflung auch, wie also die Slowenen hier um ihre Freiheit mehr oder weniger gekämpft haben. Nicht?
In der rot-schwarzen Koalition in Wien war die diplomatische Anerkennung Sloweniens Streitthema. Die ÖVP wollte rasch vorpreschen, der Bundeskanzler war dagegen. Und ich habe mit Kohl und mit Genscher und anderen telefoniert lang, ob sie sich denn anschließen würden, wenn wir da vormarschieren. Und der Genscher hat mir gesagt, na, wir machen das, was wir in der EG beschließen. Und wir haben noch nichts beschlossen. Also das heißt, wir haben ja gar keine positive Erwartung haben können, dass sich andere anschließen, wenn wir da vorreiten. Noch im Juli entspannt sich die Lage, die Soldaten rüsten ab, der Krieg ist vorbei. Aber was in diesem Sommer 1991 an Österreichs Grenze passiert ist, sollte nur der Vorbote für viel Schlimmeres sein. Der Krieg in Slowenien dauerte 10 Tage. Anfang Oktober zog die jugoslawische Volksarmee dann endgültig ab und akzeptierte die Loslösung des Teilstaates. Ganz anders verliefen die weiteren Zerfallskriege, die in Kroatien und Bosnien-Herzegowina. Wir wollen jetzt zwei ganz zentrale Zeitzeugen dieser Auseinandersetzung zu Wort kommen lassen. Stipe Mesic, der letzte Vorsitzende des Staatspräsidiums des kommunistischen Jugoslawiens und später dann Präsident von Kroatien war, und Milan Kučan, der als Vater der slowenischen Unabhängigkeit gilt und auch als erster frei gewählter Präsident des Landes wurde. Christian Werschütz hat mit beiden gesprochen. Am 4. Mai 1980 starb der jugoslawische Diktator Josip Broz Tito. Sein Staatsbegräbnis 4 Tage später in Belgrad war das bedeutendste Gipfeltreffen der Weltpolitik in diesem Jahr. Denn als Führer der blockfreien Bewegung im Kalten Krieg hatte das kommunistische Jugoslawien eine internationale Bedeutung, die es später nie wieder erlangen sollte. Unklar war bereits damals, was Titos Tod für die Zukunft seines Staates bedeuten würde. An einen Zerfall dachten wir nicht, aber dass wir Probleme haben würden, das sahen wir alle. Denn ein Mann war nur schwer zu ersetzen, der so viele Jahre Jugoslawien regiert hatte. Tito war das grundlegende integrative Band zwischen sehr unterschiedlichen Völkern mit sehr unterschiedlicher Kultur, Tradition und Geschichte. Von Titos Tod bis zum Zerfall vergingen noch mehr als 10 Jahre. 1991 war der Kroate Stipe Mesic letzter Vorsitzender des jugoslawischen Staatspräsidiums. Warum gelang es nie im Kalten Krieg, hatte das kommunistische Jugoslawien eine internationale Bedeutung, die es später nie wieder erlangen sollte. Unklar war bereits damals, was Titos Tod für die Zukunft seines Staates bedeuten würde. An einen Zerfall dachten wir nicht, aber dass wir Probleme haben würden, das sahen wir alle. Denn ein Mann war nur schwer zu ersetzen, der so viele Jahre Jugoslawien regiert hatte. Tito war das grundlegende integrative Band zwischen sehr unterschiedlichen Völkern mit sehr unterschiedlicher Kultur, Tradition und Geschichte. Von Titos Tod bis zum Zerfall vergingen noch mehr als 10 Jahre. 1991 war der Kroate Stipe Mesic letzter Vorsitzender des jugoslawischen Staatspräsidiums. Warum gelang es nicht, Jugoslawien neu zu gestalten oder wenigstens einen friedlichen Zerfall herbeizuführen? Es kam zu keiner friedlichen Lösung, weil es in Jugoslawien nicht gelang, zu einem neuen politischen Vertrag zu kommen. In Jugoslawien gab es 3 integrative Faktoren: Tito, die kommunistische Partei und die Armee. Tito war weg, die Partei zerfiel und die Armee suchte einen neuen Geldgeber. Der stärkste war Slobodan Milosevic, der in Serbien an die Macht gekommen war. Als ich Vorsitzender des jugoslawischen Staatspräsidiums wurde, schlug ich folgenden Beschluss vor. Die Teilrepubliken sollten ihre Selbstständigkeit erklären und sofort eine Konföderation bilden, die bis zu 5 Jahre dauern sollte. Dann sollten wir weitersehen, aber alle Wege sollten nach Europa führen. Doch Milosevic wollte keinerlei Vereinbarung. Er wollte auf den Ruinen Jugoslawiens ein ethnisch reines Großserbien schaffen, ein Plan, der nur durch Krieg zu erreichen war. Am 25. Juni 1991 verkündete Slowenien in Laibach feierlich seine Unabhängigkeit. Dafür hatten im Dezember 1990 fast 90% der Bürger gestimmt. Bereits am 26. Juni begann dann der Krieg, der in Slowenien aber nur 10 Tage dauerte und nur 80 Tote forderte. War der serbische Autokrat Slobodan Milosevic wirklich der entscheidende Faktor oder gab es mehrere Gründe für den Zerfall des gemeinsamen Staates? Jugoslawien, država, ki služi srpskim interesom. Slovenci smo deloma tudi Hrvati, Jugoslavijo.
Die Slowenen und teilweise auch die Kroaten sahen Jugoslawien als Staat, der Sicherheit, Entwicklung und Gleichberechtigung der Völker gewährleistete, die sich freiwillig zusammengeschlossen hatten. Doch es gab große kulturelle und wirtschaftliche Unterschiede. Nach Titos Tod zeigte sich die Unfähigkeit, zwei Prinzipien zu achten, die für einen Vielvölkerstaat unerlässlich sind. Das erste ist die nationale Gleichberechtigung. Sie scheiterte an den serbischen Hegemoniebestrebungen. Zweitens muss der Staat funktionieren können, sonst hat er keinen Sinn. Die also hier herrscht, ist typisch für alle Konflikte, die sich entwickeln. Und natürlich in Syrien ist das noch um einige Dimensionen größer. Aber es ist durchaus auch, und das zeigt auch die Erfahrung, die Möglichkeit eines Rückfalls in eine Krisensituation. Wir sehen eine ganz schwierige Situation in Mazedonien, wo sich zwar immer wieder irgendwelche EU-Kommissare drum kümmern, aber nicht wirklich an das Hauptproblem dort gehen. Genauso in Bosnien-Herzegowina, wo jetzt gerade im Zusammenhang mit dem Brexit der dortige Präsident sehr zufrieden verkündet hat, na also, wenn die hier aus der EU austreten können, dann können wir auch aus Bosnien austreten. Also hier macht sich eine neue Dynamik, eine neue negative Dynamik breit, die mir wirklich sehr zu denken gibt. Herr Dr. Petritsch, vielen Dank, dass Sie zu uns aufs Spielfeld gekommen sind. Danke sehr. Wir erleben derzeit also die Auswirkungen der größten Flüchtlingskrise seit dem Zweiten Weltkrieg. Auch hierher nach Österreich sind bekanntlich sehr, sehr viele Menschen geflüchtet. Noch mehr waren es in den 90er Jahren. Damals sind über 100.000 Schutzsuchende hierher gekommen. Die meisten waren aus Bosnien. Von 90.000 sind 60.000 auch hier geblieben. Längst haben sie die Sprache gelernt. Die Kinder von damals sind lange erwachsen. Aber die Entwurzelung, der plötzliche Verlust der Heimat, die Traumatisierung durch Krieg und Angst haben sie geprägt. Christine Baumgartner über das Leben danach. Heimspiel für die Familie Cihic. Im Garten in Thesdorf in Niederösterreich spielt Vater Amir gerne Fußball mit den Kindern. Er stammt aus Bosnien. 1994 ist er mit seiner Familie geflohen. Der damals 12-Jährige kommt mit seinen Eltern und seinem Bruder in Maria Enzersdorf an. Ein ORF-Team begleitet ihn einen Tag lang mit der Kamera. Er schreibt einen Brief an seine Oma, die in Bosnien geblieben ist, und erzählt ihr von der Flucht. Als wir in den Bus stiegen, war mein Hund auch dabei. Doch der Schaffner schmiss ihn raus. Der Bus fuhr los. Ich weinte, in Gedanken bei meinem Hund, meinen Verwandten, meinen Freunden. Aber es war alles umsonst. Wir treffen den heute 35-Jährigen dort, wo alles begonnen hat, in Maria Enzersdorf. Im Kloster betreut die Caritas nach wie vor Flüchtlinge. Hier kommen Erinnerungen hoch. Egal, wo du hinkommst, es versteht dich niemand. Du willst etwas sagen. Du kannst aber nicht, du kennst die Sprache nicht. Ja? Ich habe irgendwann erkannt, mit der Sprache, mit der bosnischen Sprache komme ich hier nicht weit. Ja? Und dann gesagt, okay, und jetzt muss ich echt Gas geben. Engagierte Nachbarn helfen der Familie. Kreuz vor mehr als 3 Monaten passiert. Spielfeld heute, Zaun und Tür müssen niemanden aufhalten. Es ist wieder ein normaler Grenzübergang. Genau 25 Jahre, nachdem hier kurz einmal die Weltgeschichte vorbeigeschaut hat. Unweit der Grenze wurden Lkw-Blockaden niedergewalzt. Die Panzer schossen sich den Weg frei Richtung Grenzabfertigungsgebäude. Die Lage in Slowenien eskaliert rasch. Schwere Kämpfe am Flughafen Ljubljana. Die jugoslawische Armee greift auch mit MiG-Kampfflugzeugen an. Das Kreisgezimmer im Wiener Bundeskanzleramt. Damals das Büro von Kanzler Franz Franitzky. Heute ein Besprechungsraum. Für die ZIP-2 History erinnert sich Franitzky an die dramatischen Tage im Frühsommer 1991. Es war eine Situation, in der man nicht die Hände in den Schoß legen kann und sagen, es geht uns nichts an. Und war eine Situation, wo man auch der österreichischen Bevölkerung gegenüber klar zum Ausdruck bringen musste, hallo, wir sind da gewappnet und gerüstet. Der Ruf der Menschen nach dem Heer wird schließlich erhört. Der Militärhistoriker Manfred Rauchensteiner war zu der Zeit im Leitungsstab von Verteidigungsminister Fasslabend. Der steirische Landeshauptmann Kainer
hat damit gedroht, wenn das Bundesheer nicht kommt und die Grenzsicherung wahrnimmt, würde er die steirische Jägerschaft bewaffnen. Und diese Vision, dass da Jäger an der Grenze stehen, also das war ja wohl eine so schreckliche, dass man reagieren musste. Der Hangar 8 im Fliegerhorst Zeltweg, ein Museum der österreichischen Luftstreitkräfte. Oberst Doro Kovac ist ein Tragenpilot der ersten Stunde. Auch für ihn kommt im Juni 1991 der Ernstfall. Denn jugoslawische Kampfjets verletzen mehrmals österreichischen Luftraum. Einer kommt sogar bis nach Graz. Ich habe zuerst gar nicht erkannt, wenn ein Düsenflugzeug sehr schnell in Tiefflug über die Piste nach Norden fliegen gesehen und im Vorbeiflug erkenne ich dann, dass es eine MiG-21 ist. Ne? Die hat dann im nördlich des Platzes, Flugplatzes Richtung Westen weggekurvt und wieder den Steigflug eingeleitet. Danach gibt es für die kleine Tragenstaffel keine Pausen. Wir haben also tagsüber 6 Maschinen im Einsatz gehabt. Eine war immer auf höchster Alarmstufe. Das heißt, Alarmstart innerhalb von 5 Minuten möglich, teilweise mit Sitzbereitschaft. Das heißt, das Pilotsitz drinnen ist angeschnallt. Auch auf dem Boden wird das Bundesheer aktiv. Sicherungseinsatz an den Grenzen in Kärnten und der Steiermark. Es ist ein in der Zweiten Republik beispielloser Einsatz für das Heer. Mit dabei auch Präsenzdiener. Hat man da eine Angst auch? Das glaube ich schon. Aber du kannst es einmal probieren, an meiner Stelle da reinzuspringen, wenn es neben dir schießen. Dann merkst du, dass du sicher Angst hast. Ich.